Ich glaube, wir sind live. Ich glaube, wir sind live. Ich guck mal nach. Ich sehe uns schon. Siehst du uns schon? Ja. Ja, schön. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute endlich mal wieder Sonntag live. Mit Madeleine. Ja. Mit Verstärkung. Wunderschönen guten Morgen. Ja, auch guten sehr Morgen schön. Von mir. Genau. Und vielleicht kennen die meisten mich ja mittlerweile. Ich war jetzt schon öfter dabei. Genau. Du darfst trotzdem noch was zu dir sagen. Dann gucke ich hier noch auf die Seite, ob das auch klappt mit dem Ton. Wir haben auch sogar Zuschauer, weil hier auf Zoom sehe ich das nicht, aber auf dem Handy sehe ich es. Ja, genau. Wie schön. Sag doch mal, wer du bist, von woher du zuschaust. Sag mal hallo. Wir sind hier zypriotisch und Germany unterwegs. Ich bin gerade auf Zypern. Ah, guck mal, wer dabei ist. Unser Schatz ist dabei und schenkt uns ganz viele Herzen. Meine bessere Hälfte und der allerbeste Papa von Roman und Madeleine. Sehr schön. Ja, Madeleine, du bist ja gerade in Deutschland. Genau. Ja. Countdown läuft für Zypern wieder, ne? Ja. Ach, ihr Lieben, so schön. Schreibt doch gern mal Hallo rein, damit ich auch sehe, wer noch live dabei ist. Und dann kriegst du auch eine persönliche Begrüßung heute von uns hier, weil wir wollen doch deine Lebensfreude heute hier wieder aktivieren. Lass uns deine Lebensfreude wieder aktivieren heute. So schön, dass du sonntags morgens um 9 Uhr hier zugeschaltet bist. Genial. Wie bin ich überhaupt auf dieses Thema oder wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Ich hatte es die Woche schon gepostet und mit Madeleine drüber gesprochen. Dann haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie sonntags morgens hier zum Thema machen. Ich bin morgens hier auf dem Weg zum Strand am Kindergarten vorbeigefahren und Papa hat seine kleine Tochter zum Kindergarten gebracht, die ist ausgestiegen, die hat da auf dem Bürgersteig gehüpft, hat sich um die eigene Achse gedreht, hat ihr Kleidchen bewundert und nochmal gedreht und war so total happy mit sich in ihrer eigenen Welt. Und da ich fast in jedem Gespräch, und du Madeleine wahrscheinlich auch bei deinen Kunden hören, Lebensfreude fehlt. Die Freude, der Spaß, die Leichtigkeit fehlt. Da haben wir ja gesagt, müssen wir das doch hier sonntags morgens mal zum Thema machen, um dich mal wieder ja, daran zu erinnern, dass es ja eigentlich in dir verborgen ist. Es ist ja eigentlich noch in dir verborgen, weil du bist als Kind morgens genauso aufgestanden und warst voller Freude. Jetzt wollen wir aber hier nicht in allen Kamellen rumwühlen. Ne? Das wollen wir nicht. Nur nochmal zum Bewusstmachen. Es ist in dir verborgen, sonst wärst du früher als kleines Kind morgens nicht hellwach, topfit und voll guter Energie in den Tag gehüpft und hättest gedacht, was kann ich heute hier alles erleben? Was kann ich hier heute alles kreieren? Und deshalb habe ich mal gleich eine Frage für dich mitgebracht. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du eine Antwort drauf hast. Lass einfach mal auf dich wirken. Schließ gern mal deine Augen und lass einfach mal auf dich wirken. Und die Frage ist, was verwendest du alles, um deine Andersartigkeit, dein So-Sein, wie du wirklich in Wahrheit bist, also diese andersartigen Teile von dir, die eigentlich die allerbesten von dir sind, nicht zu sehen, zu unterdrücken, bis eben, weil du voller Bewertung, Weh und Verurteilung bist. Darf ich dich dazu einladen, das mal jetzt schon mal gleich zu Beginn alles mal loszuschicken, wegzuschicken, zurück zum Absender, wer auch immer der Absender ist, zu deinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Und Wahrheit, mit wie vielen Geschichten, Erfindungen, Unwahrheiten, Lügen wachst du schon am Morgen auf, was dich den ganzen Tag davon abhält, deine einzigartige Großartigkeit von dir selbst, was du in Wahrheit bist, anzuerkennen? Würdest du das auch mal alles loslassen, zurückschicken zum Absender, mit Bewusstsein angehangen? Und jetzt mal ganz bei dir selbst in deiner einzigartigen Identität und Persönlichkeit ankommen.
Und mal mit dem nächsten Ausatmen mal alle Barrieren runterfahren und einfach mal ausdehnen in dein unendlich großes, wahres Wesen, das du in Wahrheit bist. Herzlich willkommen zum Sonntag-Live-Event. Madeleine, dir brennt es auf der Zunge. Ja, mir brennt es tatsächlich auf der Zunge. Ich wollte nämlich noch gerade was dazu sagen. Aber zuerst stelle ich mich ganz kurz vor, noch einmal. Also ich glaube, die meisten wissen es ja, ich bin deine Tochter. Und ich habe mich auch selbstständig gemacht als Coach und Mentorin, auch insbesondere für Frauen. Und genau, bei mir geht es um ähnliche Themen wie auch bei dir, einfach diese Lebensfreude auch zu erwecken wieder und sich tatsächlich selbst dieses Leben zu erschaffen, für das man wirklich hier auf diese Welt gekommen ist. Und ich möchte dazu irgendwie noch ein bisschen was sagen, wo du jetzt eben von diesem kleinen Mädchen gesprochen hast oder diesem jungen Mädchen vielmehr, das dann noch so total in ihrer eigenen Lebensfreude war. Und bei mir ist es ja jetzt noch nicht so lange her, dass ich aus der Schule raus bin. Also es sind jetzt quasi fast genau 3 Jahre. Und ich glaube, dass dieses Schwinden der Lebensfreude, das kommt bei vielen so in diesem Zeitalter, so diese jugendliche Phase, wo es dann irgendwie, da haben wir gelernt, ach, es ist nicht so cool, wenn man begeistert ist. Oder es ist eher cool, wenn man so distanziert ist oder so. Mhm. Und das sieht man ja auch noch zum Beispiel in irgendwelchen Magazinen, in Modemagazinen oder so, die Models, die irgendwie nicht wirklich lächeln, sondern mehr so einen kälteren, distanzierten Blick drauf haben. Und das kommt ja dann direkt zu uns rein. Das ist dann das Coole, das sind die Beliebten oder so. Mhm. Und diejenigen, die sich noch überschwänglich über irgendwas gefreut haben oder die einfach ihr wahres Selbst rausgelassen haben, egal wie das ist, die wurden dann irgendwie schräg angeschaut oder so. Oder wie oft habe ich das gehört, auch von meinen Freunden, sie können irgendwie nicht wirklich, sie trauen sich gar nicht wirklich, sie selbst zu sein, und sie wissen das sogar. Sie trauen sich das nicht, weil sie glauben, dass sich dann Leute von ihnen abwenden würden. Das ist so traurig. Und wenn du dir dann überlegst, wie Kinder zum Beispiel, wie die draußen rumhüpfen, wie die sich freuen und über alles, und sie gehen spazieren mit ihren Eltern und da sehen sie irgendwie die Blümchen am Wegrand oder so und freuen sich so mega darüber und auch da vielleicht von den Eltern dann mitbekommen, nein, wir müssen jetzt weitergehen oder so, wir wollen ja auch, wir haben noch einen Termin oder so, und auch da, dass das Gute irgendwie erst so ein bisschen in der Zukunft liegt. Also nicht das Blümchen am Wegesrand ist das Gute, sondern das, wo wir jetzt hingehen. Mhm. Genau. Und ich glaube, dass da so ein bisschen diese Phase war, wo man sich dann so eher ein bisschen versteckt hat, weil man das so mitbekommen hat von außen. Und ich meine, es ist ja jedem klar, Kinder sind wie Schwämme, die nehmen alles auf. Und wenn du da dann aufgenommen hast, es ist nicht gut, wenn ich ich selbst bin oder wenn ich hier so überschwänglich bin, wenn ich laut bin oder wenn ich begeistert bin, dann nimmst du dich zurück und stellst dich auch eher zurück im Leben und versuchst dann diese Alltagsmaske zu tragen, um eben da reinzupassen. Genau. Wow, das hast du schön ausgedrückt, Madeleine, die Alltagsmaske zu tragen. Darf ich euch dazu einladen, die auch mal abzulegen, die Alltagsmaske? Wie viel mehr kannst du dir jetzt wirklich erlauben, du selbst zu sein? Das, was dich im Kern wirklich ausmacht. Und bei mir wurde meine Lebensfreude noch viel früher unterdrückt, wo meine Mutter einfach aufgrund ihrer eigenen Prägungen mir Dinge beigebracht hat. Jetzt zeig nicht so viel Freude und jetzt, wie alt bist du denn schon? Jetzt hüpf doch nicht hier so wild rum und solche Dinge. Nur auch nochmal zum Bewusstmachen. Das ist mir viel später erst bewusst geworden in einem meiner Mentorings, wo ich mich habe begleiten lassen. Und ich habe da erstmal ganz ehrlich Rotz und Wasser geheult deshalb. Das war so tief in mir verborgen, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass genau das die Dinge sind, die mir die Lebensfreude bis eben geraubt haben.
Und wie sehr erzählen wir uns dann auf der unbewussten Ebene Geschichten, dass es eigentlich viel besser ist, sich anzupassen, mittelmäßig zu sein, mittelmäßig zu leben, also mit der Masse mitzuschwimmen, statt sich für Wohlstand zu entscheiden und anzuerkennen, dass das eigentlich dein Geburtsrecht ist, was du ja mitbekommen hast, was du mitgebracht hast. Und dass es dir eigentlich viel mehr Freude und Leichtigkeit ins Leben bringen würde. Nochmal, schließ gern deine Augen, lausch mal mit dem Herzen hin und sei mit dem Denker mal Beobachtung, als Beobachter dabei, wie der Volksmund es so schön sagt, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Lausch mal mit dem Herzen hin, wie sehr erzählst du dir unbewusst die Geschichte, dass es eigentlich besser ist, mittelmäßig angepasst zu sein, mit der Masse mitzuschwimmen, statt dich für Wohlstand zu entscheiden und anzuerkennen, dass dir das eigentlich viel mehr Freude, Leichtigkeit ins Leben bringen würde. Und das ist eine Wahl. Das ist eine Wahl. Wie wäre es, wenn du dich jetzt, heute hier, neu entscheiden würdest? Für dich, für deine Einzigartigkeit, für dein Herz, für deine Seele, für die Freude, die in dir ist, für die Leichtigkeit, die in dir ist, für dein So-Sein, wie du bist, mit all deinen Talenten und Fähigkeiten. Und für alle die, die noch glauben, dass das ja normal ist, dass die Kinder mehr Freude haben oder mehr durchs Leben hüpfen und es leichter haben, als du es vielleicht als Erwachsener oder als Erwachsene hast, da kann ich dich beruhigen, dass es eigentlich gar nicht normal, dass wir das so verlieren, weil Kinder sind vollkommen, die kommen schon vollkommen auf die Welt als Baby. Sie sind schon alles, was sie brauchen und sie haben schon alles, was sie brauchen in sich und so wachsen sie dann auch auf. Und das Einzige, was passiert, ist, dass die Umwelt, die Erwachsenen um sie herum, die schon vor ihnen da waren, dass sie das so ein bisschen runter machen, so ein bisschen klein machen. Sei jetzt nicht so laut hier, komm, das ist doch unangenehm, schau mal, wie die Leute schon gucken. Und dann die Kinder nehmen wahr, wenn dir das unangenehm ist, wie sie plötzlich auffallen, vielleicht sogar durch dich als Kind. Und so wird das immer kleiner gemacht und unterdrückt. Und dann geben wir das, wenn wir diesen Kreis nicht unterbrechen, auch an unsere Kinder weiter. So, aber eigentlich geht es ja darum, diese Lebensfreude weiterzubringen und weiter zu entfalten. Und dieses Potenzial, was dahinter steckt, weiterzubringen. Mhm. Und was wäre, wenn es genau das gerade jetzt bräuchte, auf unserer wunderschönen Welt hier, Freude. Freude, das ist der Immunbooster schlechthin. Freude, Lebensfreude. Durch den Tag tanzen. Ja? Du sagst ja auch, Lachen ist die beste Medizin. Genau, genau. Ah, das ist auch noch ein gutes Stichwort, Madeleine. Wie viel mehr haben wir als Kinder alle gelacht? Da gibt es sogar Zahlen dafür. Ich bin ja da eher so mal pragmatisch unterwegs. Keine Ahnung, ich will jetzt keine Zahl von mir geben. Kinder sind den ganzen Tag ganz, ganz viel am Lachen. Und wie viel lachen wir als Erwachsene? Wann hast du zum letzten Mal, bei mir war das gestern Nachmittag der Fall, wann hast du zum letzten Mal so gelacht, dass du dir, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, den Bauch gehalten hast vor Lachen oder am nächsten Tag vielleicht sogar, wie sagt man, Muskelkater im Bauch hattest, vor Lachen? Wann bist du zum letzten Mal voller Freude über eine Wiese gehüpft oder überhaupt mal gehüpft? Erlaub es dir wieder. Durch dein Tun, durch dein Handeln, durch eine neue Wahl. Und wie wäre es, wenn dann die Lebensfreude ganz automatisch jeden Tag ein Stückchen mehr in dein Leben fließen würde? Wie sehr warst du bis eben bereit, alles zu tun, um dir ein Leben in Mittelmäßigkeit zu erschaffen, statt dich für Wohlstand, Lebensfreude, Leichtigkeit und Spaß zu entscheiden?
du darfst jetzt hier heute Morgen neu wählen. Wir sind ja die Erlaubeministerinnen. Du darfst neu wählen, wir erlauben es dir. Und wie viel mehr kannst du jetzt wieder beginnen, dir selbst zu vertrauen? Wie viel mehr kannst du jetzt wieder beginnen, dir selbst zu vertrauen, dich führen und leiten zu lassen? Da fällt mir gerade eine Situation ein, wo wir in London unterwegs waren. Und da gab es so ein rohköstliches Restaurant, wo ich eigentlich unbedingt hin wollte. Ich weiß nicht, wie alt wart ihr da, Madeleine, weißt du es noch? War das so 2014? Könnte sein, also 14 etwa, ne? 14, 13, 14, also du warst 14, Roman, dein Bruder 2 Jahre älter. Und ich hatte da auch so eine Karte, wie wir dorthin kommen, aber irgendwann habe ich gedacht, nee, komm jetzt, mach keinen Stress hier, gerade mit den Kindern, krampfhaft dieses Lokal suchen, lass einfach leiten, wir laufen einfach durch die Straßen und schauen uns da was an und gehen einfach. Ich habe losgelassen und haben uns einfach leiten lassen. Gehen um die Ecke, wenn ich das jetzt erzähle, bin ich gerade wieder so berührt, gehen um die Ecke und stehen genau vor diesem Restaurant. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Ich habe erstmal da gehockt im Restaurant und habe geweint. Ich weiß nur, dass ihr euch dann Essen geholt habt. Ich habe erstmal da gehockt und habe einfach nur Tränen fließen lassen. Ich war so berührt, so demütig. Ich glaube, ich habe zum allerersten Mal damals so richtig erfahren, was Demut ist, was wirklich Dankbarkeit ist, was wirklich passiert, wenn man sich leiten lässt. Und da gibt es noch ganz viele Beispiele. Wie viel mehr kannst du also beginnen, dir selbst zu vertrauen und wie viele solcher Beispiele hast du auch in deinem Leben? Und da darf ich auch an dich nochmal abgeben, Madeleine, da hast du auch so einige Beispiele, ne? Zur Inspiration für unsere Zuschauer hier. Ja, mir fällt auch gerade der Begriff Hingabe dazu ein. Weil wenn du dich dem Leben hingibst, dann kann das fließen. Weil Hingabe ist das Gegenteil von Kontrolle. Wenn man das jetzt auf dein Beispiel bezieht, du hast versucht, es zu kontrollieren, diesen Laden zu finden. Und das hat nicht geklappt, weil du, ich sage es jetzt einfach mal so, krampfhaft versucht hast, diesen Laden zu finden. Aber in dem Moment, wo du gesagt hast, nee, okay, wir schauen einfach, wo es uns jetzt hinführt. Wir haben Hunger, wir gucken nach dem nächsten Restaurant, das uns anspricht, wo wir dann eben was zu essen kriegen. Und schon standen wir vor diesem Laden. Da hast du dich hingegeben. Mhm. Genau. Und ich habe vor ein paar Tagen, habe ich auch tatsächlich ein Buch dazu gelesen oder vielmehr angefangen zu lesen zum Thema Hingabe. Und da gab es ja so eine Situation, dass ich mit einer Freundin, die hat noch ein Weihnachtsgeschenk für mich gehabt, hat sie mir geschrieben. Und ich hatte mich in den letzten Monaten, kann man ja schon sagen, nicht drum gekümmert gehabt, dass wir uns auch mal wieder treffen und ich quasi dieses Geschenk abholen kann. Und es hat sich irgendwie noch nicht so richtig angefühlt danach für mich. Und dann habe ich aber an dem Tag tatsächlich dieses Buch gelesen, angefangen und über Hingabe gelesen. Und da kam mir immer mehr, okay, ich gebe mich dem jetzt hin. Sie hat mir nämlich schon wieder geschrieben und dann dachte ich, okay, dem gebe ich mich jetzt hin. Ich schaue jetzt mal, was passiert. Ich gehe da jetzt einfach mal hin und schaue. So, und dann bin ich halt dorthin gegangen, wir haben viel geredet. Und da hat sie mir dann dieses Geschenk gegeben. Ich habe es ausgepackt und es war ein Gutschein zu einem bestimmten Kleidungsgeschäft. Und das Witzige an der Sache ist, dass ich an dem Morgen, bevor ich das Buch überhaupt abgeholt habe aus dem Laden und angefangen habe zu lesen, an dem Morgen habe ich noch den Gedanken gehabt, oh, ich müsste mal nochmal in dieses bestimmte Geschäft gehen, würde dort mal gern wieder einkaufen gehen. Es war nur so ein Gedanke nebenbei, ich habe auch nicht wirklich viel darüber nachgedacht, wann ich da jetzt mal wieder hinfahren könnte oder so oder irgendwas geplant, sondern einfach nur gedacht, oh, da würde ich schon mal gern wieder hin. Und dann an dem Tag entscheide ich mich doch tatsächlich dazu, zu dieser Freundin zu fahren und sie schenkt mir dann einen Gutschein davon. Genau an dem Tag, an dem ich dann mich den hingegeben habe, diese
ja, dieses Treffen dann auch zu vereinbaren und ja, einfach mal zu schauen, was passiert. Genau. Wie viel mehr können wir uns alle dem Leben hingeben? Das ist so ein wunderbares Beispiel, Madeleine. Und daran merkst du auch, das sind Dinge, die können wir vom Kopf her, von unserem süßen Spatzenhirn, sage ich jetzt mal, nicht planen. Wir können das mit unserem Gehirn nicht planen. Das ist Hingabe, das ist dem Leben vertrauen, das ist einfach sich leiten lassen. Und da gebe ich dir jetzt noch ein Beispiel für, falls dein Kopf jetzt sagt, ja, aber, kann ich ja gut verstehen. Ich habe ja auch tausend Ja-Abers. Immer mal wieder. Oh, ich sehe hier unsere Zuschauer. Mal begrüßen. Die Melanie ist mit dabei, die Christin ist mit dabei, die Nicole, die Jane, die Lydia, die Lomira. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Und alle anderen, einfach auch mal gern Herzlein schicken, dann sehe ich euch, glaube ich. Sind mehr noch hier live dabei. Sehr schön. So, noch was für den Kopf. Als du dich entschieden hast, hier auf unsere wunderschöne Erde zu kommen und so von oben mal herabgeguckt hast, und dir deine Familie ausgesucht hast und im Bauch von deiner Mama inkarniert bist. Hast du da etwas kontrollieren können oder etwas planen können, wie die Zellteilung ist, wie du aus dem Bauch von der Mama nochmal auscheckst und? Oder jetzt kannst du irgendwas in deinem Körper kontrollieren, wenn du was trinkst, in welchem Zusammenspiel die Galle Saft produziert und der Magen, Magensaft produziert und keine Ahnung, was auch alles. Das geschieht doch einfach. Wie viel mehr kannst du also mal loslassen, Kontrolle aufgeben, dich dem Leben hingeben, du selbst sein, dich der Freude hingeben, dem Spaß und der Leichtigkeit. Und was ist jetzt wirklich möglich für dich? Was du denkst, das nicht möglich ist, dass wenn du die Möglichkeit einfach mal zulassen würdest, dir eine völlig andere Realität ermöglichen würde. Ja, Wie viel mehr ist für dich wirklich möglich? Ja, Madeleine. dazu nur ein kleines Stichwort, weil du ist ja auch heute unser Thema Lebensfreude. Wie viel mehr kannst du dich der Freude hingeben? Schau doch mal, überleg doch einfach mal, wie oft geht es dir so, dass du dich eigentlich total über irgendetwas freust oder etwas richtig Tolles passiert gerade in deinem Leben und du freust dich schon so ein bisschen, es ist ja schön und so, aber dann geht es auch weiter, ne? Oder es ist jetzt jemand anderes noch dabei und vielleicht kann er das gar nicht so nachvollziehen und da willst du jetzt nicht so überschwänglich sein und der versteht das gar nicht oder das ist vielleicht zu viel für denjenigen und da hältst du dich dann eher zurück. Oder vielleicht bist du auch schon in der Hinsicht bewusst genug, dass du weißt, du könntest dich jetzt mehr freuen, aber du weißt auch ganz genau, dass du dich selber so ein bisschen davon abhältst. So. Eigentlich was mega Tolles vielleicht sogar passiert, aber du denkst so, ja, schön, okay, ne? Schauen wir mal, wie das dann weitergeht. So nach Bleib dem mal auf dem Boden der Genau, Tatsachen, ganz genau. 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 Oder in dem Kontext fällt mir noch einer meiner früheren Glaubenssätze ein. Wenn es dem Esel zu wohl wird, dann geht er aufs Eis. Hallo? Als Kinder sind wir losgestürmt, sind wir aufs Eis gegangen, haben uns überhaupt keine Gedanken drum gemacht, ob wir könnten stürzen. Da sind wir halt wieder aufgestanden. Auch als wir laufen lernten. Wir sind einmal mehr aufgestanden, als wir hingefallen sind. Haben wir einige Male geweint? Ja, klar. Aber wir haben uns doch deshalb nicht zunichte machen lassen, was wir erreichen wollten im Leben, nämlich aufrecht gehen. Das heißt ja mit anderen Worten, du hast das alles schon bewiesen in deinem Leben. Du darfst es nur noch mal jetzt hervorholen. Du darfst es dir erlauben. Und was da ganz, ganz wichtig ist, dass du auch beginnst, stabil anders zu denken. Weil mit den Gedanken erschaffst du dir deine Lebenswirklichkeit. Ja, hat Albert Einstein mal gesagt, mit der gleichen Denkweise andere Ergebnisse zu erzielen, ist Irrsinn. Das kann auch nicht funktionieren. Das kann einfach nicht funktionieren. Du darfst
dich selbst beobachten. Dazu würde ich dich gerne einladen. Deine Gedanken und deine damit einhergehenden Gefühle. Und sobald du merkst, okay, das sind jetzt Gefühle, die fühlen sich schwer an, die fühlen sich nicht förderlich an. Ich bin nicht so ein Freund davon, zu sagen, das ist positiv, das ist negativ, weil da ist ja auch schon wieder eine Bewertung drin. Mit nicht förderlich meine ich einfach, es bringt dich nicht dorthin, wo du eigentlich hin möchtest. Mhm. Und ja, das ist auch schon mal anstrengend. Genauso wie wir früher in der Schule lesen und schreiben gelernt haben, war auch erstmal anstrengend, bis es ganz automatisch funktioniert. Wenn wir jetzt ein Buch lesen, gehen wir so quer über die Seiten und erfassen den Inhalt. Das kann man sich ja heute auch gar nicht mehr vorstellen. Du siehst irgendwo ein Wort und du liest es direkt. Also ich konnte mich bisher noch nicht so abschalten, dass ich sagen kann, ich sehe die Buchstaben, aber ich kann es nicht lesen. Also zumindest unsere Sprache natürlich. Ja, ne? Ja, ja. Unsere Buchstaben. Aber wenn du mal schaust oder schau mal in den Chat zum Beispiel oder wo auch immer was steht, du schaust dahin und du liest es. Ganz automatisch. Weil du es gelernt hast. Und das war am Anfang anstrengend. Und wenn du mal Kinder beobachtest, die gerade lesen, lernen, das ist ja dann, die lesen dann total langsam und ein Buchstaben nach dem anderen. Dann kommt noch sowas wie SCH dazu oder wie man EI ausspricht zusammen. Oder EU, so als EU, ne, quasi. Diese ja. Laute einfach. Das ist total schwer am Anfang. Und so ist das mit vielen Dingen. Es muss nicht mit allem sein und es muss auch nicht schwer sein, das will ich überhaupt gar nicht sagen. Aber bewusstes Tun, bewusstes Denken kann am Anfang etwas schwieriger sein, aber es ist ganz klar, das wird irgendwann ganz, ganz leicht gehen, ganz, ganz leicht von der Hand gehen, genauso wie mit dem Lesen. Ja. So, und was sind die Dinge, die jetzt so in deinem Kopf Revue passieren, was Kinder machen, wenn sie morgens aufstehen, mal in den Tag voller Freude hüpfen, mal Musik anmachen, mal tanzen, mal die Bude zum Rocken bringen, wie auch immer, ohne sich Gedanken drum zu machen, wie das jetzt ausschaut oder wie das jetzt ist oder sich irgendwie seltsam vorkommen. Das sind die Dinge, die du jetzt wieder in dein Leben integrieren kannst. Sei es, dass du ab morgen oder jetzt gleich anschließend mal deinen Lieblingstitel auflegst und mal selbst durch die Wohnung hüpfst. Pippi Langstrumpf ist da eine meiner Lieblingsautorinnen. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Da gibt es doch diesen wunderbaren Pippi Langstrumpf-Song. Mach dir den mal auf YouTube an und tanz mal durch deine Wohnung. Entscheide dich für Freude, für Spaß, für Leichtigkeit. Das ist genau das, was die Welt braucht. Das ist genau das, was du brauchst. Und es ist in dir verborgen. Und beginne stabil deine Gedanken auch zu beobachten und deine Gefühlswelt. Das sind wir wieder bei Albert Einstein. Und wie heißt das so schön? Es scheint unmöglich zu sein. Oder wie heißt dieser Spruch? Lass uns realistisch sein, tun wir das Unmögliche. Lass uns realistisch sein, tun wir das Unmögliche. Bringe ich ja noch ein Beispiel. Die Hummel, das ist das beste Beispiel überhaupt, die kann von ihrer Statik, von ihrer Körperkonstellation überhaupt nicht fliegen. Sie weiß es nur nicht, sie fliegt einfach. Wie viel mehr kannst du durch dein Leben, metaphorisch gesprochen, jetzt fliegen, wenn du es dir erlaubst? Wenn du mal alles das, was dir bis eben beigebracht wurde, mal loslässt und deine eigene Wahrheit in dein Leben dir erlaubst zu holen wieder. Das ist ja in dir drin. Das ist ja in dir drin. Und du wärst nicht hier in unserem Universum, wenn du nicht zu den 10% der Menschen gehören würdest, die anders sind, die mehr vom Leben haben wollen, die in sich spüren, da muss mehr im Leben für mich möglich sein, als das, was ich bis eben lebe. Du wärst nicht hier in unserem Universum,
also in unserem Universum hier, Madeleine, ich innerhalb der Akademie, hier in der Volkscommunity, in unserer Runde, wenn du nicht ganz viele Talente, Fähigkeiten, Begabungen, Stärken hättest, ganz viel Kreativität in dir verborgen wäre und du bist eben aber glaubst, ja, wie soll ich mir denn damit ein freies Leben gestalten? Wie soll denn das funktionieren? Du wärst nicht hier bei uns, wenn du nicht auch sensibel, sehr wahrnehmend und feinfühlig wärst. Stell dir mal vor, wir könnten jetzt Format C auf einer Festplatte machen, im Kopf, und würden ganz neu starten. Was wäre dann alles möglich? Und es ist für dich möglich. Jetzt können wir natürlich im Gehirn das Format C machen. Aber du kannst dich dafür entscheiden, wieder für Freude, für Leichtigkeit, für Spaß. Und dann auch sowas tun, wie zum Beispiel durch die Wohnung hüpfen. Oder wenn heute Mittag du rausgehst, mal einfach über die Wiese wieder hüpfen. Oder du siehst irgendwo einen Spielplatz, hock dich mal, da gibt es doch auch diese Dinge, wo man so drehen kann. Habe ich kürzlich hier noch bei uns hier drauf gehockt. Hock dich da mal drauf und sei mal wieder Kind. Wie viel mehr kannst du das Kind in dir wieder erwecken? Und vor allem aber auch ohne, das ist auch ein wichtiger Punkt, der mir hier jetzt gerade einfällt, darf ich dich auch dazu einladen, aufzuhören, in der Vergangenheit zu wühlen und zu denken, ich muss jetzt erst noch innere Kindarbeit machen, ich muss noch das transformieren und das noch lösen. Und da waren ganz viele Muster und Becken aus der Kinderstube und da war noch was. Weißt du, was dann passiert? Das Leben zieht an uns vorbei. Jetzt, du darfst dich entscheiden, jetzt neu wählen. Wie will ich es ab heute haben? Und ich weiß, wie schwer es manchmal fällt, wenn man sich in schwierigen Situationen befindet, zu sagen, okay, ich mache jetzt Musik an und hüpfe jetzt einfach mal durch die Wohnung. Mach's trotzdem. Und wisse, wenn dann Tränen fließen, das sind Tränen der Erleichterung. Das sind Tränen deiner Seele, die sich darüber freut und auch deines Herzens, dass du jetzt dich auf einen anderen Weg begibst, dass du loslässt den Kram von gestern. Dir brennt wieder was auf der Zunge, Madeleine, zum Sagen, ich spür's. Es ist einfach nur, ich wollte sagen, wie cool ist das, dass wir uns einfach dazu entscheiden können. Weil vielen geht dann vielleicht so vor, ja gut, in der Wohnung kann ich vielleicht mal sowas machen, ne? Kann ein bisschen rumhüpfen, tanzen zu schöner Musik. Aber draußen, das sind ja noch andere Leute, da könnte ich ja gesehen werden, ne? Über die Wiese hüpfen. Ne? Aber wie cool ist das, dass du dich dazu entscheiden kannst, einfach freudig über die Wiese zu hüpfen und jemand anderes kann sich auch ganz frei dazu entscheiden, das komisch zu finden. Ja, genau. Und zu sagen, nee, ich gehe lieber so. Also ich ziehe lieber meine schwarze Jacke an und meine schwarze Hose und meine schwarzen Schuhe und gehe dann einfach so spazieren. Ne? So, ja, lieber, lieber mit meiner Regenwolke über dem Kopf, während du die Sonne genießt. Aber ich mag meine Regenwolke. Und das ist auch vollkommen okay. Und jeder entscheidet sich frei dazu. Und genau, das ist das Coole an der Sache. Mir fällt gerade so eine Situation, ja, sorry, erzähl weiter. Es ist nur ein kleines Beispiel noch von mir. Wann war das? Es war, glaube ich, genau vor einer Woche, als wir euch wieder zum Flughafen gebracht haben. Mhm. Und mein Freund und ich haben euch ja zum Flughafen gebracht und danach, die Sonne hat so schön geschienen und da hatten wir uns überlegt, ja, wir könnten ja gerade noch spazieren gehen, gerade bei uns im Dorf, unten am Wald. Und was sich daraus auch so schön ergeben hatte, es war einfach so eine spontane Idee, ja komm, lass uns einfach spazieren gehen. Und erst sind wir eine kleine Runde gegangen und unten ist quasi so ein kleiner Bach. Und dort haben wir uns dann noch hingesetzt erstmal, haben dann noch die Sonne genossen. Und dann kam der Impuls, oh, weißt du was, wir ziehen jetzt einfach mal die Schuhe aus und gehen barfuß durch den Bach. Und dann haben wir das gemacht und waren wieder im Matsch unterwegs, also wie Kinder. Und sowas habe ich wirklich lange nicht gemacht. Und auch ein bisschen so, ja, dieses unangenehme Gefühl war ein kleines bisschen noch da. So, ach, jetzt werden die Sachen dreckig und die Füße werden ja dreckig und so. Und ah, nein, nein.
Aber ich habe das einfach losgelassen und das war so ein schöner Morgen. Ich glaube, wir waren 3 Stunden oder so, waren wir dann noch da in der Sonne und auf der Erde unterwegs und im Bach und es war so, so schön. Und es kamen natürlich auch Leute vorbei und erster Gedanke war so, oh, na, da kommt jetzt jemand, vielleicht solltest du nochmal irgendwie aus dem Matsch rausgehen und nochmal irgendwie Füße sauber machen. Und dann habe ich gedacht, nein, ich bleibe jetzt hier stehen und wenn die vorbeikommen, dann sage ich ganz lieb Hallo, lächel die an. Und die haben natürlich auch komisch geguckt, das ist mir schon aufgefallen, aber mir war es egal. Ja, genau. Mir fällt auch noch so ein Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Wir waren in einem Museum. Ihr wart da noch, vielleicht 10, 12 oder sowas, vielleicht sogar noch jünger, ich weiß es nicht mehr. Und da lief plötzlich Musik in diesem Museum, so Walzer irgendwie was. Und Markus und ich, wir sind hingegangen, haben uns in den Arm genommen und haben dort ein Tänzchen aufs Parkett gelegt, mitten im Museum. Weißt du das noch? Ich kann mich nicht erinnern. Wir haben es einfach gemacht, und manche haben mal gedacht, die haben sie nicht mehr alle, andere hatten auch Freude dabei. Und wie viele von den Menschen haben wahrscheinlich gedacht, wow, ich würde jetzt auch gerne ein Tänzchen hier aufs Parkett legen. Einfach machen. Darf ich dich auch dazu einladen, dir jetzt ab sofort wieder von niemandem mehr etwas einreden zu lassen, dass du etwas nicht kannst, dass du etwas nicht darfst. Darf ich dich dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen, dass dir von niemandem mehr etwas einreden lässt, was für dich möglich ist, was nicht für dich möglich ist. Und vor allem die Träume, die du bis eben vielleicht noch begraben hattest, die nochmal auszupacken und sie zu beschützen wie ein wahrer Schatz, der in dir verborgen ist, den du zu deiner Lebenswirklichkeit werden lassen kannst. Wenn andere etwas nicht können oder wollen, dir damit einreden, dass du es auch nicht kannst, erlaub es ihnen. Das heißt aber nicht, dass du das für deine Wahrheit annehmen musst. Wenn du etwas willst, dann darfst du es einfach machen. Punkt, aus, Ende. Es scheint unmöglich zu sein. Lass uns realistisch sein und lass uns das Unmögliche möglich machen. Wie bei der Hummel. Weil der Hauptgrund, das hast du eben schon angedeutet, Madeleine, warum du nicht das Leben mit der Leichtigkeit, der Freude und dem Spaß und auch der Geldenergie lebst, dass du und dein Herz und deine Seele eigentlich möchten, hat eine Ursache. Vom Ursprung her, jetzt spreche ich nicht von den Dingen, die da über uns gelegt wurden, wie Schleier. Deine Worte und deine Gefühle sind nicht in Harmonie. Deine Worte und deine Gefühle sind nicht in Harmonie. Beispiel dazu. Wie viele Ängste haben wir? Wie viele Existenzängste haben wir in uns? Zum Beispiel auch in uns selbst zu investieren. Da kommen wir auch ein bisschen zu dem Thema Geld. Das haben wir ja ganz, ganz viele Themen in uns verborgen. Die Angst, in sich zu investieren und damit auch einhergehende Existenzängste. Erstens mal, ist es wirklich wahr? Es sind ja nur Prägungen, die wir mit dem Geld verknüpfen. Als Kinder sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, dass wir kein Geld haben oder zu wenig Geld hätten, sondern wir waren einfach der Meinung, es fließt immer alles, ne? Ich erinnere mich an so eine Situation, wo mal 1 Euro irgendwo bei uns in der Wohnung lag, wo es auch aus dir gesprochen hat, Madeleine, und die Oma sagte, guck mal, hier liegt 1 Euro. Und ich damals dachte, wow, was spricht es da aus, Madeleine? Sie hat gesagt, bei uns liegt das Geld als Deko rum, wir sind reich. Wolltest du noch was dazu sagen, Madeleine? Ja, diese Geschichte ist mir eingefallen und gestern habe ich auch mit meinem Freund darüber gesprochen, genau über diese Story und auch für ihn. Er hat mir erzählt, also er hat auch früher oft als Kind schon so sein Geld gespart, dass er was er so bekommen hat und hatte halt auch immer schon so eine kleine Box in seinem Zimmer stehen, wo halt einfach Geld drin war. Mhm. Und da hat er mir gestern erzählt, als Kind hat er das fast schon gar nicht verstanden, dass andere Leute gesagt haben, sie haben kein Geld.
Weil für ihn war das vollkommen normal. Und wenn man jetzt an die Kinder von wohlhabenderen Menschen denkt, zum Beispiel, für die ist das vollkommen normal. Das heißt, sie wachsen auf und wissen, Geld ist da. Und so führen sie dann auch ein finanziell erfolgreiches Leben, weil in ihnen ist drin, Geld ist da. So, und diejenigen, die beigebracht bekommen haben, man spart oder man legt sich Geld zur Seite für schlechte Zeiten oder Geld ist schlecht oder was auch immer da alles sein kann, diejenigen haben das eventuell sogar mit in ihr Erwachsensein mitgenommen und deswegen ist da eher weniger Geld oder deswegen muss Geld gespart werden oder für schlechte Zeiten, die eben dann auch kommen werden, wenn man diese Einstellung hat, zur Seite gelegt werden muss. Ja. So, das ist alles nur dadurch entstanden, was wir gelernt haben. Aber das heißt ja, dass wenn ich neu lerne, dass Geld da ist, dass ich vertrauen kann, dass Geld da ist und dass Geld immer da ist, dann wird es auch so sein. Ja, genau. Und da fällt mir noch ein wunderbares Beispiel ein aus der Praxis, was aber jetzt mit Geld nichts zu tun hat. Was mit diesem Beispiel jetzt zu tun hat, deine Worte und deine Gefühle sind nicht in Harmonie oder wenn ich denke, das und das wird passieren, dann wird das auch so sein. Das war noch an deiner Grundschulzeit, war bei einer Familie ist eingebrochen worden. Und die Mama hatte mir das erzählt, ohne das jetzt weiter auszuführen. Was sagte sie damals ganz nebenbei? Und da hatte ich so den Aha-Effekt. Sagte sie mir, und mein Mann hat eigentlich unterm Bett so einen großen Stock liegen, falls mal jemand einbricht, damit wir da irgendwie uns wehren können. Und jetzt haben wir uns gar nicht getraut, ne, und so. Hallo? Ja. Und so ist es mit allem. So ist es wirklich mit allem. Was meinte ich jetzt? Worte und Gefühle sind nicht in Harmonie. Jetzt haben wir diese Existenzängste mal als Beispiel. Aber mal ein anderes Beispiel. Viele Menschen haben ja auch, und auch das ist, wie sage ich das jetzt? Das sind Einflüsse äußerer Umstände. Nur um es dir bewusst zu machen. Angst vor Krankheiten. Egal was jetzt. Als Kind kommen wir gar nicht auf die Idee, dass wir krank sein könnten. Genauso wenig, wie wir auf die Idee kämen mit Geld, dass kein Geld da ist oder was auch immer. Und sobald wir merken, wir haben Angst vor Krankheit, egal was es jetzt ist, und dieses Gefühl spüren, das dazu passt, in dem Falle nennt es negatives Gefühl, sind diese Dinge aber in Harmonie. Bei dem Beispiel von der Familie, der Stock lag unterm Bett, falls Einbrecher kommen, die haben sich da gut mitgefühlt, die haben sich sicher mitgefühlt. Es war in Harmonie. Ich hoffe, ich kriege das jetzt dir richtig transportiert, damit du es aufnehmen kannst. Und deshalb ist es zur Lebenswirklichkeit geworden. Das heißt, du darfst jetzt beginnen, das zu denken, was du wirklich möchtest. Dein freies, selbstbestimmtes Leben, dein Soulmate Life, dein seelengemachtes Leben. Und das Gefühl der Freude, die damit zusammenhängt, da jetzt schon eintauchen. Dann ist Harmonie da und dann ist es auf dem Weg zu dir. Nochmal, du darfst an das denken, was du selbst wirklich möchtest. Ein Leben, so wie du es wirklich haben möchtest, fernab von dem, was anscheinend gerade Realität ist. In das Gefühl dieser Freude eintauchen, jetzt schon. Dann ist Harmonie da. Und dann ist es auch auf dem Weg zu dir. So funktioniert das. Das heißt auch mit anderen Worten, jetzt sind wir nochmal bei Albert Einstein. Gleiche Denkweise, andere Ergebnisse funktioniert nicht. Du darfst jetzt schon in das Gefühl der Freude eintauchen und da helfen solche Dinge einfach auch mal,
Pippi Langstrumpf oder dein Lieblingssong auflegen, über die Wiese hüpfen. Auch bei den Temperaturen hier, die ich jetzt davon, also hier jetzt nicht in Zypern, sondern ich meine, ich spreche jetzt von Deutschland, dich von dem Gedanken zu lösen, wenn ich jetzt meine Schuhe ausziehe und gehe durch das eiskalte Wasser, dann kriege ich eine Erkältung. Was für ein Bullshit. Ja, ich weiß noch, das war in erster Linie Roman, mein Bruder, wie die Nachbarschaft früher mal sogar angerufen hat, ey, der Roman, der läuft draußen, war wohl auch Februar oder was, auf der Straße barfuß rum, hol den rein, der wird krank. Warum? Ja. Ja, das sind doch alles nur Dinge, die in unserem Kopf sich abspielen. Und jetzt kommen wir nochmal, dieser Begriff Soulmate Life, das ist ja auch unser Programm hier. Ich sage ja immer, der Name ist Programm, aber dein seelengemachtes Leben, so wie du es gerne hättest, da darfst du jetzt schon beginnen, in diese Freude einzutauchen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, es scheint unmöglich zu sein, lass uns das Unmögliche realistisch werden, wie bei der Hummel. Wie viele gehen hin und rechnen hin und her, gucken auf den Kontostand, der, wie ich das ja von uns früher auch kenne, gerade mal so reicht, um über den Monat zu kommen oder der Monat eigentlich noch viel zu lange ist. Also hin und her rechnen und dann zu der Erkenntnis kommen, mein Budget lässt es nicht zu, mich jetzt zum Beispiel begleiten zu lassen. Oder ich habe jetzt ein Budget eingeplant, um das Haus zu renovieren oder mir eine neue Küche zu kaufen. Wahrheit. Wir wollen doch nicht auf unser Leben zurückblicken und denken, Gott sei Dank habe ich das Haus renoviert, Gott sei Dank habe ich diese neue Küche gekauft. Wir wollen doch zurückblicken und denken, was hatte ich für ein grenzgeniales Leben? Ich habe alles empfangen, was ich dazu empfangen wollte, einschließlich der Geldenergie. Ich konnte mir alles das erlauben, was ich mir erlauben wollte, einschließlich der Küche ohne sie gefühlte 30 Jahre abzustottern. Ich habe mir einfach erlaubt, alles das in mein Leben zu lassen, auch einschließlich der Geldenergie, die es dazu brauchte. Ich habe gelebt. Ich habe mein Leben so gelebt, wie ich es wollte. Und ich war auch der Beitrag für diese Welt, den ich eigentlich sein wollte. Ich bin dem Ruf meiner Seele gefolgt. Ich habe meinen Seelenplan ausgepackt. Meine Lebensaufgabe erfüllt. Ich bringe da noch ein Beispiel mit dem Albert Einstein, ist einfach ein wunderbarer Punkt dazu, mit der gleichen Denkweise andere Resultate zu erzielen. Beispiel, du willst einen Marmorkuchen backen und du machst versehentlich Erdnussbutter in den Teig, statt Nutella oder Kakao. Das Ergebnis schmeckt wahrscheinlich gruselig. Gehst du dann hin und machst weiter den Marmorkuchen mit Erdnussbutter? Wahrscheinlich nicht, weil du hast ja die Erfahrung gemacht, nee, ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Oder ein Essen, ein Gericht, du probierst ein neues Gericht aus, ein neues Rezept, das schmeckt dir nicht. Das kochst du doch auch nicht immer wieder. Wo ist der Unterschied? Es gibt keinen Unterschied. Der Unterschied liegt nur hier in unserem Spatzenhirn, dass du jetzt denkst, ja, da kann das ja funktionieren, da aber nicht. Oder bei den anderen kann es funktionieren, aber bei mir nicht. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Du darfst eine Entscheidung treffen, bevor du weißt, wie es geht. Sonst ist auch keine Veränderung möglich. Ich habe bei mir früher immer so, meine Aussage war so, ich stecke zwar im Schlamassel fest, aber irgendwie habe ich es mir gemütlich da drin gemacht. Nur wenn ich aus dem Schlamassel rauskommen will, aus der Komfortzone, out of the box, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Dann muss ich meine Komfortzone verlassen. Ich habe mich auch für das freie, selbstbestimmte Leben, das wir inzwischen jetzt mit der ganzen Familie hier führen, entschieden, bevor ich wusste, wie das geht. Bevor ich wusste, wie das funktionieren soll, weiß ich jetzt gerade nicht, fällt das Beispiel mir auch ein, Madeleine, ob du dich daran erinnerst. Roman war wohl so 15, 16 wohl, du dann 14. Und ich weiß noch genau, wir standen im Wohnzimmer und Roman sagte, wenn ich das Abi in der Tasche habe, dann hole ich erstmal Rucksack und Zelt und bin auf der Welt unterwegs. Und du sagtest da, ja, ich bin dann auch auf der Welt unterwegs, so nach dem Tenor.
Und dann hat es aus mir gesprochen, hey, wisst ihr was? Ich hocke dann hier nicht in dem Dorf hier und warte, bis wir uns wieder sehen. Wir treffen uns dann auf der Welt an den schönsten Orten, wo es uns gerade gefällt. Und dann habe ich gedacht, ups, was hat es denn jetzt aus dir hier gesprochen? Aber klingt gut, mit dem Gedanken kann ich mich anfreunden. So ist das selbstbestimmte freie Leben entstanden. Ich habe mich dafür entschieden. Ich hatte überhaupt keine Ahnung und keinen Plan und auch mit niemandem weiter darüber gesprochen, dass das meine kühnsten Träume sind. Und dann habe ich Impulse und Wege gefunden, wie es funktioniert. Erstmal war der Gedanke da, überhaupt keinen Wohnsitz mehr zu haben, wenn ihr mit der Schule fertig seid. Aus verschiedenen Gründen habe ich mich dagegen entschieden. Dann weiß ich noch, hatte ich vor ein paar Jahren Bekannte in Frankfurt beim Seminar getroffen. Die sagten zu mir, wir wandern gerade aus nach Zypern. Ich habe gesagt, wo liegt Zypern? Wie kann man nach Zypern auswandern? Was ist denn dort Besonderes? Ich wusste überhaupt nicht, wo Zypern liegt. Paraguay war dann auch mal, oder Bali war auch mal eine Weile so in meinem Bewusstsein. Aber da dachte ich, so mit der Zeitumstellung, kenne ich ja auch von den Bali-Retreats oder wenn wir auf Bali waren, habe ich dann quasi nach balinesischer Zeit nachts dann gearbeitet, wenn in Deutschland dann Tag war. Das fand ich auch nicht so cool. So ist Zypern entstanden. Ich hatte überhaupt keinen Plan, wie das funktionieren soll. Und jetzt ist die ganze Family mit im Boot. Madeleine. Ich habe noch einen kleinen Impuls zum Thema bereuen oder so, wo du vorhin drüber gesprochen hast, auch zum Thema Geld. Wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, dass jemand sich gegen ein Mentoring entscheidet oder eine Investition in sich selbst vielmehr und dafür für zum Beispiel eine Renovierung vom Haus oder so, wo ich jetzt gar nicht sagen will, dass die Renovierung vom Haus sinnlos ist. Ja. Es geht nur darum, schau mal in dein Leben. Wie oft hast du Tage, an denen irgendwie nicht so richtig was zustande kommt, wo du nicht wirklich was arbeitest, wo du dich auch nicht mal richtig um den Haushalt kümmerst und du liegst irgendwie nur auf der Couch rum und am Ende des Tages denkst du, ach, voll die Zeit verschwendet, wo ich heute nur vorm Fernseher zum Beispiel gesessen habe oder nur am Handy war oder was auch immer. Ich habe irgendwie nichts Großes, Produktives gemacht. Wie oft hast du das Gefühl, an einzelnen Tagen? Und jetzt stell dir das mal vor, du stehst am Ende deines Lebens, es ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber du stehst am Ende deines Lebens quasi vor der Pforte zum Tod und schaust auf dein Leben zurück. Wie fühlt sich das dann an? Also wie sehr kannst du dann, wenn du so weitermachst, sagen, ich hatte voll das geile Leben, ich habe alles ausgenutzt, was ich konnte. Ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe mein volles Potenzial ausgeschöpft. Und so ein Mentoring ist einfach eine Investition in dich selbst. Es ist keine Bezahlung an uns. Es ist eine Investition in dich selbst. Um dein Leben zu dem zu machen, für das du hierher gekommen bist. Deswegen Soulmate Life, also seelengemachtes Leben. Das Leben, für das deine Seele sich in diesem Körper inkarniert hat, verkörpert hat. Weil darum geht es doch. Es geht doch um dich in diesem Leben und das zu tun, was du wirklich machen willst. Und schau einfach mal, selbst wenn du jetzt noch Zweifel hast, schau doch einfach mal, frag dich doch einfach selbst, ganz ohne Bewertung. Mache ich wirklich das, wofür ich hergekommen bin? Mache ich wirklich das, was mir pure Erfüllung und Freude gibt? Und ich glaube, dann hast du die Antwort. Das ist ein wunderbarer Satz. Mache ich wirklich das, was mir pure Erfüllung und Freude gibt? Schließ mal nochmal deine Augen. Und lass mal die Frage auf dich wirken, was ist Egoismus? Und ich gebe dir jetzt mal was mit auf den Weg. Darf ich dich dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen, was wirklich Egoismus ist? Dir nicht zu erlauben, ein freies, selbstbestimmtes Leben ganz nach deinen kühnsten Träumen dir zu erlauben.
dir selbst nicht zu erlauben, ein freies, selbstbestimmtes Leben ganz nach deinen kühnsten Träumen zu führen. Warum ist das Egoismus? Weil du dann, genauso wie ich früher ja auch, im Hamsterrad läufst, funktionierst, in der Gelebtwerden-Falle, wie ich das bei mir gerne aus meinem früheren Leben auch bezeichnet habe, und niemals der Beitrag für die Welt sein wirst, der du eigentlich sein möchtest, weil Wahrheit, du willst Frieden, du willst Liebe, du willst Leichtigkeit, du willst Fülle, du willst Freude und willst Spaß. Das will jeder von uns. Deshalb sind wir hierher gekommen. Wir sind nicht hierher gekommen und haben gedacht, wow, ich freue mich drauf, den ganzen Tag zu arbeiten und Dinge zu machen, die überhaupt nicht mir entsprechen. Wir wollten Freude, Spaß, Leichtigkeit und das will jeder von uns. Weil die äußere Welt, die du gerne hättest, die fängt immer im Inneren an. Niemals im Außen, die fängt immer im Inneren an. Ich hatte mal so eine interessante, so einen interessanten Satz gelesen zu diesem Thema, dieses Leben, so wie wir es für normal halten, also erstmal 12, 13 Jahre Schule und dann machst du ein Studium oder Ausbildung und dann arbeitest du 40 Jahre lang und dann kommt die Rente. Da hatte ich mal gelesen, das ist überhaupt gar nicht artgerecht dem Menschen gegenüber. Ja. Es gibt immer diese Diskussionen, artgerechte Tierhaltung und in diesen Tierprodukten, die will ich gar nicht weiter drauf eingehen, aber das, dieses Leben, was ich jetzt gerade eben beschrieben habe, das ist überhaupt nicht artgerecht. Das ist nicht das, wofür wir hergekommen sind, sondern es ist das, was du gerade eben gesagt hast, das Freude, Wachstum, Erfüllung. Ja, genau. Freiheit. Ja. Und dafür darfst du dich entscheiden. Es ist deine Wahl. Es ist deine Wahl. Es ist wirklich deine Wahl. Wer ist verantwortlich für dein Leben, für deine Lebensfreude, den Spaß, die Leichtigkeit? Du. Wer kann was ändern, wenn es jetzt Bereiche gibt, wo du sagst, ist nicht so, wie ich es gerne hätte? Du. Wer ist verantwortlich für deine Gefühle? Wer ist der Gefühlemacher? Deiner Gefühle. Du. Wer kann daran was ändern? Du. Und wie viel von dem, was du im Leben bekommst, hängt von dir ab? Wie viel von dem, was du im Leben bekommst, hängt von dir ab? Alles. Alles. Und wie viel deiner Lebenswirklichkeit ist das Ergebnis deiner Entscheidungen? Wie viel deiner Lebenswirklichkeit, deiner jetzigen Realität ist das Ergebnis deiner Entscheidungen? Alles. Alle. Wie viele Menschen in deinem Umfeld, Familie, Freunde, Kollegen, wer auch immer, hast du angezogen? Alle. Wie viele Situationen, die du im Leben, im Alltag erlebst, hast du angezogen? Alle. Wie viele Menschen erschaffen etwas in deiner Lebenswirklichkeit? Wie viele andere Menschen erschaffen etwas in deiner Lebenswirklichkeit, in deiner Realität? Niemand. Wie viele andere Menschen tragen Verantwortung für das, was du erlebst? Kein einziger. Kein einziger. Welche Rolle spielt Freude, Leichtigkeit, Glück, Spaß oder Zufall in deinem Leben? Es ist deine Wahl. Was wählst du? Was kannst du jetzt neu wählen?
Wer ist die einzige und absolut alleinige Schöpferin deiner Lebenswirklichkeit? Du selbst, niemand anderes. Es ist Selbstverantwortung. Das ist selbstbestimmt. Das ist Selbstverwirklichung. Das ist Selbstwert. Das ist Selbstliebe. Das ist alles das, was es mit dem Selbst zu tun hat. Und wenn du dir bis eben noch so die Geschichte erzählst, ich habe ja schon so viel in mich investiert, jetzt ist mal gut, jetzt muss ich mal alleine das hinkriegen, muss man erst das Wissen, was ich mir angeeignet habe, irgendwie alleine noch umsetzen oder was. Darf ich dich dazu einladen, dich auch von dieser Geschichte zu verabschieden? Weil, schau mal, du erzählst ja doch auch nicht die Geschichte, ich habe gestern und vorgestern und letzte Woche schon so viel gegessen, ich höre jetzt auf zu essen. Oder ich habe mal etwas gegessen, was mir nicht so geschmeckt hat, ich esse nie wieder. Merkst du, das sind alles diese interessanten Verknüpfungen, wo wir nie gelernt haben und das auch verwechseln mit Schulden machen. Ein Investment ist ein Investment und das nimmt man immer 10, 100, 1000-fach zurück. Wir haben gelernt, einen Fernseher auf Leasing zu kaufen, ein Auto auf Leasing zu kaufen, eine Küche zu finanzieren, keine Ahnung, was auch immer. Und das Ding ist noch nicht mal installiert, dann hat es schon den Wert um 50% verloren. Das ist kein Investment. Das sind nur Dinge, die man uns nie beigebracht hat. Und das ist auch der Unterschied, was erfolgreichen Menschen, also die ein freies, selbstbestimmtes Leben führen, die auch dabei glücklich sind, die Freude haben. Es gibt auch sicherlich unglücklich erfolgreiche Menschen. Gibt es auch. Wir sprechen hier von glücklich erfolgreichen Menschen. Ja, okay. Die investieren immer in sich. Weil sie wissen, alles andere wäre fatal. Das heißt, du darfst dich jetzt hier entscheiden, für dich, für dein Soulmate Life, für dein seelengemachtes Leben. Und du darfst diese Entscheidung treffen nach der Frage, will ich jetzt etwas wirklich in meinem Leben ändern oder nicht? Will ich jetzt was in meinem Leben ändern oder nicht? Und wenn du willst, dann entscheide dich auch, so wie du es willst. Und dann kommen die Lösungen in dein Leben. Und das sind dann keine Zufälle, sondern das fällt dir zu, weil du dich dafür entschieden hast, weil das Universum agiert. Stichwort London. Ich hatte mich eigentlich dafür entschieden, in dieses tolle Rohkostrestaurant zu gehen. Habe dann losgelassen, habe mich leiten lassen. Wir kommen um die Ecke, stehen vor dem Restaurant. Du darfst fragen, Universum, wie geht's? Universum, wie geht's? Und dann kommen Impulse. Ah, da habe ich ja noch ein Sparkonto für schlechte Zeiten. Erinner dich an die Familie, von der ich erzählt habe, mit dem Einbruch. Wenn du sparst für schlechte Zeiten, wir haben das alle so gelernt, sparen für schlechte Zeiten, Geld auf die hohe Kante legen, ne, solche Dinge, dann werden die schlechten Zeiten kommen. Wenn ich aber einfach Freude und Spaß auch mit Geld habe und Geld einfach da ist, als Deko in der Wohnung liegt, um es jetzt mal überzogen zu sagen. Ja, wir haben ja auch, ich habe hier so eine schöne Orange liegen. Das war eines meiner Träume, wirklich mal Orangen zu essen, wo es normal ist, dass da noch Blätter dran sind, die ich von den Bäumen pflücken kann. Da habe ich ja auch keine Verknüpfung dran, dass da irgendwas mit passieren könnte. Nur zum lieben Thema Geld haben wir ganz viele Verknüpfungen. Oder es kommt die Idee, ich könnte mal XY fragen. Da darf man natürlich auch sich ein bisschen zu überwinden. Oder ich könnte mir ja auch Geld bei jemandem ausleihen. Wie im Restaurant. Du entscheidest dich zuerst und dann wird geliefert. Ansonsten steht die Kellnerin einfach da, die Universumskellnerin, und weiß ja nicht, was sie dir liefern soll. Und ja, 90% der Menschen leben anders. Aber wie willst du es? Du gehörst, Wahrheit, zu den 10% der Menschen, die ein anderes Leben führen wollen. Du darfst dich entscheiden. Madeleine, der brennt wieder was auf den Lippen. Spür's. Ja, wir werden euch
gleich auch noch den Link zum Soulmate Live in die Kommentare posten. Aber vorher ist mir ganz, ganz wichtig, noch zu sagen, wir nehmen dir nichts ab, was du nicht selbst tun willst. Und auch was für dich, ich sag mal, zu tun ist. Also so, wenn du zu einem Arzt gehst und sagst, mach mich gesund, das funktioniert nicht. Du kannst dem Arzt nicht die Verantwortung für deine Gesundheit abgeben. Du kannst nur das machen, was er dir sagt. Wenn du zu einem Fitnesstrainer gehst, kannst du nicht sagen, mach mich fit. Der sagt dir, was zu tun ist, aber du musst die Übungen machen. Mhm. Und mir ist es wichtig, dass du weißt, dass du die Sachen umsetzt. Deswegen ist es eine Investition in dich. Wir tragen dich nicht zum Ziel. Das ist mir wichtig, dass du das weißt, weil, Mama, du hast eben gesagt, hast eben so schöne, diese Fragen gestellt. Mhm. Wer ändert was in deinem Leben? Du. Welcher andere Mensch kann etwas in deiner Lebenswirklichkeit ändern? Kein einziger, nur du. Also wir ändern nicht dein Leben, sondern du änderst dein Leben. Mit deinen Entscheidungen. Wir geben dir die Hilfestellung dazu. Wir bringen dir alles, du sagst immer so schön, auf ein Silbertablett. Wir auf ein Goldtablett ab sofort. Auf ein Goldtablett, okay. Wir bieten dir alles, was du brauchst. Wichtig ist, dass du die Eigenverantwortung mitbringst für dein Leben. Das ist mir wichtig zu erwähnen. Ja, sehr guter Hinweis. Wir sind gerne an deiner Seite, aber ja, wir können nicht für dich machen. Du darfst dich grundsätzlich dafür entscheiden, für die Veränderung, die du gerne hättest, für dein Soulmate Life, ohne jetzt zu wissen, wie es geht. Warum können wir dich dabei begleiten? Weil wir einfach vorgegangen sind. Weil wir das Navigationssystem für dich haben. Aber ohne dir etwas überzustülpen, sondern das wird individuell auf dich abgestimmt auch. Wir sind ja da 8 Monate an deiner Seite. Und was du auf dem Goldtablett serviert bekommst, wie die Madeleine das eben so schön zusammengefasst hat, das darfst du umsetzen. Das ist klar. Aber wie viel Freude, Spaß und Leichtigkeit kannst du, können wir alle damit haben? Ja, das heißt nicht, dass es schwer ist. Das will ich gar nicht sagen. Genau. Es geht nur darum, Eigenverantwortung zu zeigen für dich, dein Leben. Mhm. Mhm. Genau. Und wenn du jetzt auf dem Sprungbrett stehst, spring. Link kommt. Wir freuen uns auf dich. Trag dich ein und lass uns sprechen und dann kann es losgehen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für dein Dabeisein, für die Zeit, die du mit uns hier heute Morgen, am Sonntagmorgen verbracht hast. Wir freuen uns auf dich, dein Soulmate Life jetzt gemeinsam mit dir gestalten zu dürfen. Hab noch einen schönen Tag. Hast du noch ein Schlusswort, Madeleine? Trau dich einfach. Trau dich einfach in dein großartiges Leben durchzustarten. Ich sehe ganz viele Herzchen erreichen uns noch. Ja, schön, ich sehe hier auf meiner Übertragung gar nichts. Sehr schön, danke, danke, danke. Okay, bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.